There was this key expression, be proud you're an Indian, but be careful who you tell. From Charlie Patton to Link Wray, Robbie Robertson invented the genre. Jimi Hendrix is the best in his field. Jesse Ed Davis, everybody wanted him. Well, that's interesting, isn't it? This is going too long under the radar. Nachdem sie in den Western als Freiwild dargestellt werden, sind Amerikas Indianer auf der Hut. Auch Gitarrist Link Wray, der 1958 das berühmte Rumble schreibt, verbirgt lange seine indianische Abstammung. In ihrem gleichnamigen Dokumentarfilm, der beim letzten Sundance Film Festival den Sonderpreis der Jury gewinnt, erzählt die kanadische Regisseurin Catherine Bainbridge, wie die ersten Bewohner Nordamerikas die Musikgeschichte verändert haben. Die treibende Kraft hinter Jazz und Blues sind ohne Frage die Afroamerikaner. Allerdings waren diese Menschen auf amerikanischem Boden allen möglichen Einflüssen ausgesetzt, von denen einer bisher nie untersucht wurde. Es geht um den Beitrag der amerikanischen Ureinwohner zu dieser Musik, die hier entstanden ist, inspiriert und geprägt von diesem Land und seinen Bewohnern. In den 20er Jahren ist Mildred Bailey eine der wenigen weißen Sängerinnen, die den schwarzen Diven das Wasser reichen können. Keine ahnt, dass Mildred im Reservat der Coeur d'Alene, östlich von Washington, aufgewachsen ist. Um im rassistischen Amerika ihre Karriere und ihre Haut zu retten, hält die Sängerin ihre Herkunft geheim. On the Coeur d'Alene Reservation, there was no social gathering without singing. The way the notes are stretched and condensed and move over the bar lines. I remember every little thing you used to. When Mildred Bailey does it, it's hard not to look at the way those glides are used in the traditional songs of the region where she grew up. 2001 gründet Catherine Bainbridge aus Montreal zusammen mit ihrem Mann Ernest Webb die Produktionsfirma Resolution Pictures, um die Geschichte der Indianer auf die Leinwand zu bringen. Ernest hat seine Kindheit im Reservat der Cree verbracht, dem größten Indianerstamm Kanadas. Als Kind durfte ich nie lange Haare haben. Das war was für Hippies. Ich entdeckte die Kultur der Indianer als Kind in den Sommercamps. Wir gingen nachts in den Wald und machten ein Lagerfeuer. Natürlich alle in Decken gewickelt und mit Stirnband. Die Campleiterin, eine ältere Engländerin, trug sogar eine Perücke und Indianertracht. Und wir liebten diese Inszenierungen. Dabei ist es so peinlich, so dumm und in fast jeder Hinsicht verletzend. Mit der Ankunft der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent beginnt ein beispielloser Völkermord an den Ureinwohnern des Landes, der lange totgeschwiegen wird. Als Hollywood Amerikas Vergangenheit für sich entdeckt, bekommen die Indianer das Gesicht des mystischen Primitivlings mit Federschmuck. In Real Indian, der echte Indianer, demontiert Catherine das Bild der Rothaut im amerikanischen Film. Says, I want a real native up front. I want to see the real thing. We couldn't find one. White people playing native roles, I love it because it's funny. For so long, you probably thought that Indians never had a sense of humor. You know? We never thought you were too funny either. Während ihrer Recherchen stößt die Kanadierin auf wahre Perlen der Filmkunst und übersetzt in diesem Western erstmals die Antworten einiger echter Indianer. If I do not return, General Quaid will find you. And you will be dead and all your people. Hutton! Vorbeischan, Kedinese, Don Spasen, Hutton! Hutton, Spasen! Hallo, Nione, Ken, Hutton! No, he is not a fool, you are. Mein Mann hat als Kind im Reservat oft Western gesehen. Bei den Kinoabenden der Gemeindekirche zeigten sie auch Cowboy- und Indianerfilme.
Und er sagt selbst, sie waren immer auf der Seite der Cowboys. Ist das nicht absurd? Alle Indianerkinder hielten zu den Cowboys, weil sie selbst ganz anders aussahen als die Film-Indianer. Catherine möchte das Bild, das die Indianer von sich selbst haben, gerade rücken. 2010 produziert sie die Serie Mohawk Girls, eine Art Sex and the City, gedreht im Kanawage-Reservat in der Nähe von Montreal, ausschließlich mit Mohawk-Indianern. I went to Europe last summer. Europe? Yeah. Screw Europe. They're the assholes who stole our land. Why would you pay money to see their stuck-up bullshit culture? You're better off staying here and learning about your own. Dude! Dad, this is Thunder. You and Bailey are second cousins. What? How are we supposed to rebuild a Mohawk nation if all the guys around here are cousins? Everyone else is doing the stripper dance or the shuffle, not whatever the hell that was. What's wrong with you people? You guys are like a colony of clones. Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen über unsere Wurzeln. Ohne nun politisch werden zu wollen, aber wenn man sieht, was gerade in Amerika geschieht und den wieder aufkommenden Rassismus überall, ist es höchste Zeit, dass wir uns anschauen, woher wir kommen und wie sehr wir alle miteinander verbunden sind. Das sollte das bestimmende Thema sein.